Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Risen. Ja, ich dachte mir, es ist Mitternacht und ich spiele so ein Röntchen. Ja, wir wollten zum Ignatius gehen. Ne? Wir hatten ja die Aufgabe mit der Bibliothek gemacht. Übrigens, bevor es euch komisch vorkommt, ich habe bei der Aufnahme vergessen, den Mikrofonstecker reinzutun und muss jetzt nach vertonen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wird wohl ein bisschen, naja, schwierig. Wo ist eigentlich dieser Ignatius denn jetzt hier? Mal gucken, ob der bei sich in der Wohnung ist. Da hat er mich doch beim letzten Mal erwischt, wo ich da im Hinterher reingehen wollte. Nö, da ist er nicht. Da wird er wohl oben sein. Oder hier? Ah, mit dem Herd. Ich könnte ja versuchen, mit dem Herd da mal reinzugehen. Ob mich da jemand mal an den Herd dran lässt. Kann ich mal die Sachen fertig brutzeln hier. Junge, dann zau dich aber. Schnell, schnell. Sieht richtig lecker aus. Na klar, kommen die auch noch hinterher hier. Alle. Dann habe ich die wenigstens alle mal fertig, könnte mir wieder auf meine Schnelltasten legen. Ich darf nur nicht erwischt werden. Mmh, lecker. Die auch noch, komm, haben wir alles fertig. Aber beeil dich, Junge. Wir wollen ja nicht erwischt werden. Sieht richtig lecker aus. So, jetzt raus. Ja, verschwinde! Alter, wo kommt der denn her? Hat ja gar nichts gesagt, von wegen hier raus oder so. Ja, jetzt weisen wir mal ganz schnell die Tasten zu. Oh, ich hätte das auf der 3 gehabt. Na egal, jetzt haben wir es auf der 5. Die auch noch schnell zuweisen. Dann haben wir die alle schon mal auf den Tasten drauf. Was haben wir eigentlich hier für Zauber? Nautilus, Magiekristall. Was ist eigentlich der Magiekristall? Da war nochmal Nautilus. Was ist denn das überhaupt? Also, das ist eine Schriftrolle. Ah. Und das. Das sind Runen. Ah, okay. Das andere Ja, wir haben leider nichts so wie Schlösser knacken. Da muss ich irgendwann mal gucken, dass ich mir mal so eine Schriftrolle machen kann, wenn es die als Schriftrollen gibt. Als Zauber gibt es das ja auf jeden Fall. Ah, da ist ja auch der Ignatius. Ah. Ich habe alle Bücher gelesen. Und du hast Weisheit erlangt. Jo. Gut, wir werden dich in unseren Bund aufnehmen. Geil. Allerdings brauchst du noch einen Kristall. Hab ich. Was für einen Kristall brauche ich? Nun, für den Anfang reicht es, wenn du dir einen Feuerkristall besorgst. Wo kriegst du den her? Keine Sorge, es wird nicht notwendig sein, dass du die ganze Insel absuchst. Ich habe den Novizen Nathan in die Ruine nahe bei der Vulkanfestung geschickt. Er hatte einen Kristall dabei, doch er ist nicht zurückgekehrt. Verstehe ich das richtig? Ich soll ohne Kristall in die Höhle gehen, in die Nathan mit Kristall ging und nicht wieder zurückkam? Genau. Alles klar. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich bin auch der Namenlose, ich schaffe das ja auch spielend. Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Und fang mal an. Nix. Nee. Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal wieder aus der Festung raus. Wenn wir noch ein paar Gegner schnetzeln können. Wir hatten ja noch eine Aufgabe außerhalb der Mauern mit den Gnomen killen. Und nachher können wir dann ja auch noch die... Ah, wir hatten doch hier noch den Auftrag mit dem Schweinhirten hier.
Ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Ja, genau, die Ablöse. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Hier, nimm die Flasche. Ich vertraue dir. Und noch was. Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Ja, da müssen wir jetzt hier eine Ablöse für den finden. Nur, wen? An einen der Novizen. Ja. Guck mal, Enzo hier vielleicht. Der fegt doch auch die ganze Zeit noch rum. Du kannst mal Fred ablösen. Was denn ich? Hör zu, ich habe Prüfungen, die ich erledigen muss. Außerdem habe ich schon viel gearbeitet. Jetzt sind mal die anderen dran. Also er nicht. Geh weiter zum Ash hier. Der ist da auch die ganze Zeit noch rumfegen. Brabbeln und so. Na, komm mal her, Junge. Was gibt's? Ja, der will schon mal gar nicht. Ja. Oh, Dann... Rekrut. Auch ein Rekrut. Wen haben wir da noch? Ah, der Kaspar hier unten, ne? Der könnte ja vielleicht... Hallo Kaspar. Ich weiß jetzt, wer Hemmler ermordet hat. Es war Bronco. Er wollte Hemmlers Geschäft übernehmen. Ach du Scheiße. Bronco? Das ist übel. Hast du es schon Vitus erzählt? Er muss es sofort erfahren. Vitus weiß bereits Bescheid. Das ist gut. Das wird ganz schön für Aufsehen bei den Novizen sorgen. Du kannst mal Fred bei der Arbeit ablösen. Was ist das für eine Arbeit? Der Misthaufen. Vergiss es. Ja, wen haben wir denn noch als Novizen, der da in Frage käme? Hier laufen doch sonst keine Novizen hier oben herum. Vitus? Wer übernimmt jetzt eigentlich das Training der Rekruten? Hast du eine Idee? William. Was ist mit William? Er kann gut mit dem Stab umgehen und glaubt an die Sache. Ja, aber er ist nur ein Rekrut. Wir können wohl schlecht einen Rekruten als Ausbilder arbeiten lassen. Warum nicht? Befördere ihn, mach ihn zum Ordenskrieger. Er wird dein Vertrauen nicht missbrauchen. Immer langsam. Er soll erst mal die Ausbildung übernehmen. Dann sehen wir weiter. Der hat William auch den neuen Platz hier als Ausbilder. Ist auch schon mal klasse. Oh, William. Alles klar. Ich habe mit Vitus geredet. Du wirst neuer Ausbilder. Echt? Aber... Lass gut sein, du machst das schon. Gib dein Bestes und du wirst keine Probleme haben. Ich kann das gar nicht glauben. Wie kann ich dir nur danken? Du hast was gut bei mir, versprochen. Ich mache mich besser direkt an die Arbeit. Mach das, Junge. Ja, hier oben sind aber ja nur Rekruten. Ja, Taka ist ja auch ein Rekrut. Ach, ich glaube, da vorne beim Palast, beim Tor, da war doch auch noch einer, der da rumlief. War das nicht im Gebiet? Ja, Taylor. Du kannst dich mal um den Misthaufen kümmern. Und? Und was? Versteh mich nicht falsch, ich habe kein Problem damit, mich dreckig zu machen. Es hat halt alles seinen Preis. Was verlangst du, damit du dich um den Misthaufen kümmerst? Ich will auch noch was haben, Carlo, der Junge. Der dicke Mistkerl macht zwar einen guten Eintopf, aber den kriegt jeder nur einmal. Du willst doch nicht etwa meinen haben. Naja, also am liebsten schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na gut, vergiss den Eintopf. Dann bring mir stattdessen 10 Äpfel. Die sollen ja angeblich auch stark machen. Ah, Äpfel machen Bären stark. Gut, also soll ich jetzt Äpfel haben, ne? Wie viel habe ich denn überhaupt? 5. Na, muss ich jetzt hier Äpfel suchen gehen? Ja, war mal gespannt. Da liegt einer. Ob ich mir den einfach so nehmen darf? Hat keiner gesehen. Ja, cool. Darf ich nehmen. Da ist noch einer. Dann brauche ich noch 3 Stück. Ja, das geht ja gut. Da ist noch einer. Noch 2.
Ja, noch zwei Äpfelchen. Dann hätten wir das auch. Ab da. Da ist noch einer. Einen brauchen wir noch. Einen Apfel. Wo gucken wir jetzt nach dem einen Apfel hier? Was haben wir eigentlich hier? Aha. Ist eine Ruine hier. Tja, sonst ist aber nichts hier. Aber ich glaube, da hinten, da geht's nur steil bergab. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Ja. Na, wo findet man jetzt noch ein Äpfelchen hier? Na, hier ist der Illumar drin, ne? MC Schreiber. So, wer bist du denn? Ich bin neu. Dann bist du sicher hier, um was zu lernen. Klar. Ja, Meister. Gut, dann sollten wir nicht lange warten und direkt mit deiner Ausbildung anfangen. Ich bin Meister Illumar und dein Lehrer für die hohe Kunst des Spruchrollenschreibens. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber Spruchrollen sind ja schon cool. Irgendwo. Was soll ich tun? Siehst du die Buchständer hier im Raum? Dort findest du die Grundlagen zum Schreiben von Spruchrollen. Lese und lerne. Wenn du verstanden hast, worum es in diesen Büchern geht, komme wieder zu mir. Na cool. Aber ich hoffe, das mal ein bisschen später. Erstmal machen wir das mit den Äpfelchen hier fertig. Ja, wenn ich auch ein Äpfelchen... Also ich brauche nur noch einen, wenn ich den einen Apfel mal finden würde. Wäre das cool. Ja, in die Häuser reingehen tun wir jetzt nicht. Und in die Bibliothek brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, ein Äpfelchen. Vielleicht ist bei Harlock in der Küche noch ein Apfel. Da was ist willst einer. Du hier? Ich will einen Apfel. Dieb, ich mach oh, der hat mir richtig. Oh je. Witzezauber. Hat funktioniert. War ein guter Witz, ne? das war knapp. Erwischt werden möchte ich mir ja nicht. Probleme haben wir alle. Okay, das hat funktioniert. Jetzt haben wir auch unsere 10 Äpfel zusammen. Die können wir jetzt abgeben und dann haben wir die Ablöse für das Mistchippen. Hier, nimm die 10 Äpfel. Ast rein! Danke, Alter! Ab jetzt übernehme bitte, ich den Alter. Misthaufen. Tja, hat doch funktioniert. Ja, gucken wir nochmal, was wir Fred noch Bescheid geben. Wo bist du? Wo bist du? Da. Die Ablösung habe ich dir besorgt. Ja, ich weiß, danke. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal volllaufen lassen. Harlock cool, hat ein echt gutes Tröpfchen. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Na dann. So. Lass gut sein. So, machen wir jetzt. Zeig mir deine Waffe. Ob der noch was Neues hat. Scharfes Schwert, was habe ich ja selber schon, ne? Scharfes Schwert, ja.